Habt ihr überhaupt die leiseste Ahnung, wie sehr ihr euren Klang allein mit dem falschen Pegel verschlechtern könnt? Hier ist falsch gepegelt. Und hier richtig. Diesen Prozess nennen wir übrigens Gain Staging. Mit ohne machst du dir vieles unnötig schwer. Deswegen zeige ich euch heute, wie ihr durch das ganze Projekt durch richtig einpegelt. Also bis zum Schluss dranbleiben, damit du Gain Staging ab sofort auch richtig einsetzt. Ich garantiere dir dabei mindestens einen Aha-Effekt. Jahoni, hallo! Gain Staging, was ist es überhaupt? Kurz gesagt, das richtige Einpegeln deines Eingangssignals. Aber nicht nur bei der Aufnahme. Gain Staging ist ein kontinuierlicher Prozess. Auch innerhalb der Signalkette solltest du auf den richtigen Pegel achten. Nicht nur, dass es den Abmischprozess erleichtert, es klingt auch besser. Die meisten Plugins haben nicht einen sogenannten Sweet Spot, einen Eingangspegel, bei dem sie optimal arbeiten. Aber dazu gleich mehr. Wichtig für uns, es gibt unterschiedliche Regler in einer Spur, um die Lautstärke zu regeln. Diese haben aber erheblichen Einfluss auf den Klang. Gain regelt vor der Verarbeitung, also wie es vom Clip in der Spur ankommt. Lautstärke ist der Pegel nach der Verarbeitung, also wie das Signal den Kanal verlässt. Aber auch hier werdet ihr gleich sehen, dass es unklug ist, den hier zum Angleichen zu nutzen. Nochmal unsere laut aufgenommene Gitarre. Der Track übersteuert und da machen viele folgenden Fehler. Am Lautstärkeregler drehen. Wenn du damit dein Signal leiser machst, wird es tatsächlich leiser, aber nur am Ausgang. In der Spur selber hat sich überhaupt nichts geändert. Da plärrt die Gitarre immer noch bis Ultimo durch den ganzen Kanalzug. Dies können wir aber korrigieren, indem wir den Gain, also den Eingang, runterdrehen. Unser Ziel dabei sind so ungefähr minus 18 dB. Das klingt jetzt erstmal total beliebig, für die meisten Plugins, aber besonders die, die analoge Hardware emulieren, sind minus 18 dB genau richtig. Ja, aber warum denn genau 18 und warum minus? In der digitalen Welt läuft es anders als in unserer. Bei DBFS, Decibel Full Scale, sind wir in der digitalen Welt. Mit DBSPL, Decibel Sound Pressure Level, beschreiben wir Schallwellen, die durch die Luft übertragen werden. 0 DBSPL in unserer Welt um uns rum beschreibt das Leiseste, was ein Mensch gerade nicht mehr hören kann. Wie zum Beispiel das Fallen einer Feder. Alles, was lauter ist, wird in positiven Zahlen dargestellt. Hier ein paar Beispiele. Dabei ist die gefühlte Lautstärke von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Stellt sie euch eher als Annäherungswert vor. Außerdem dürft ihr euch diese Lautstärkekurve nicht linear vorstellen. Dezibel ist logarithmisch. Für Menschen wie mich ohne Abitur, 10 dB mehr machen doppelt so laut, 10 dB weniger nur noch halb so laut. Egal welchen Ausgangswert ihr habt und egal ob digitale FS oder schalldruckige SPL oder später auch gleich noch elektrische VU oder DBU. Ja, in der digitalen Audiowelt läuft es genauso mit diesem Algorithmus, nur hier sind 0 dB FS das lauteste, was wir in den Eingang schicken können, ohne zu übersteuern. Alles, was leiser ist, wird dann in Minuswerten angegeben. Ist euer Signal zu laut und bumpst an die 0 dB Marke, klingt scheiße und bleibt scheiße. Habt ihr euer Eingangssignal wiederum zu leise, müsst ihr es im Abmischprozess lauter machen. Und jedes Audio-Interface hat auch nach unten ihr Limit und irgendwann fängt widerlich klingendes Grundrauschen an. So ganz nackig geht das noch, aber wartet mal ab, wenn Effekte drauf sind. Kein Problem, wenn wir ordentlich eingepegelt haben. Aber was ist denn jetzt der optimale Bereich? Ich habe ja schon öfter die minus 18 dB erwähnt. Und da machen immer alle ganz große Augen. So, was? Minus 18 dB? Das ist ja arschleise. Nein, meine Lieben, ist es überhaupt nicht. Viele von euch arbeiten mit 24-Bit-Bit-Tiefe. Gehen wir aber noch ein bisschen runter und arbeiten mit nur 16-Bit. Damit können wir von 0 bis minus 96 dB darstellen, also das lauteste fast 10 mal leiser machen, also 10 mal immer um die Hälfte leiser, da haben wir bei minus 18 dB immer noch 72 dB nach unten Platz. Das reicht locker und wir dürfen auch Folgendes nicht vergessen.
Und da will ich mit niemandem auf den Finger, mit dem Finger drauf zeigen, aber die meisten von euch haben bestimmt mehr als eine Spur, oder? In diesem Projekt sind sehr viele Spuren und alle einzeln noch nicht am Übersteuern, aber auch nicht wirklich weit davon entfernt. In der Summe sind wir beim Ausgang bereits am Limit. Und jetzt gibt es den falschen und einen richtigen Weg, das zu korrigieren. Gleichen wir mal die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler auf so minus 18 dB an. Das ist jetzt zweimal blöd. Zum einen fixen wir nicht das Problem, dass es in der Spur noch zu heiß ist. Und zweitens machen wir uns das Abmischen zusätzlich schwer. Schauen wir uns doch mal den Lautstärkeregler genau an. Mit 20 dB weniger haben wir bereits zwei Drittel unseres Lautstärkereglers erreicht. Die restlichen 124 dB regeln wir mit dem unteren Drittel. Da oben habe ich 33 Pixel für 10 dB, ab der unteren Hälfte nur noch 2 Pixel für 10 dB. Und gut für die Plugins ist es ja auch nicht. Die werden also durch eine Durchbrenner, aber auch die haben ihr Limit. Heißt aber nicht, dass wir die bis Ultimo ausreizen können. Wir bräuchten sowas wie einen optimalen Eingangswert. Sowas wie, keine Ahnung, minus 18 dB FS. Herrschaft, warum ausgerechnet die... Aua, minus 18 dB FS. Damals, als Plugins noch als analoge Schaltkreise in den Regalen standen, gab es kein digitales 0 dB FS mit grässlicher Übersteuerung. Da gab es auch eine 0 dB Marke, genannt VU. Findet ihr als Messwert bei analogen Schaltungen und die funktionieren quasi wie die digitalen dB FS. 0 dB ist die Grenze zum Übersteuern, alles darunter mit Minus und alles drüber mit Plus. Da ist es aber nicht bei 0 dB zack übersteuert wie bei digitalen dB FS, sondern da fängt es erst so langsam an. Beispiel Bandsättigung. Drehe ich hier auf bis zur 0 dB Marke und drüber hinaus hören wir diesen Sättigungseffekt, der auch bis zu einem gewissen Grad durchaus angenehm klingt. Aber auch das hat seine Grenzen und irgendwann klingt auch diese Übersteuerung scheiße. Null VU waren also damals der optimale Wert, wenn es ums Einpegeln ging. Aber wie rechne ich jetzt diese VU in dB FS um? Beziehungsweise die dB U. Ja, da scheiden sich die Geister. In der EU ist es zum Beispiel anders als in Amerika und jedes Gerät hat es auch irgendwie ein bisschen anders, aber wir machen es uns jetzt ganz einfach. 0 VU entsprechend minus 18 dB FS. Und damit tut ich jetzt zweimal einen Gefallen. Zum einen habe ich kompletten Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Zum einen sorgt ihr für genügend Headroom, dann später beim Abmischen. Und zum zweiten sind die minus 18 dB FS der optimale Bereich, vor allem für Plugins. Die meisten zumindest. Was ihr jetzt aber nicht machen sollt, alle stur auf minus 18 dB pegeln. Wir reden hier immerhin von einem durchschnittlichen Wert. Wenn hier zum Beispiel minus 18 steht, ist das die Pegelspitze, nicht der Durchschnittswert. Vor allem transientenreiche Signale wie Drums sind mit ihren fetten Peaks durchaus schwer zu messen. Besonders beim Einpegeln lohnt es sich dann deswegen, auf durchschnittliche Lautstärke RMS umzustellen. Das mache ich bei Cakewalk unter Option, Pegelanzeigeoption, Option für Wiedergabe Pegelanzeige, RMS. Jetzt werden Durchschnittswerte angezeigt und anhand denen kann ich nun alle Spuren mal so grob einpegeln. Genauer passen wir den Gain dann beim Abmischen an, weil der macht ja auch einen großen Teil unseres Sounddesigns aus. Wie immer nutze ich dafür Cakewalk und wenn ihr keine Tutorials zu Cakewalk mehr verpassen wollt, dann klickt doch mal kurz aufs Abonnieren. Aber wirklich nur, wenn du Cakewalk Pro werden willst. Au. Aber wir gehen jetzt erstmal unser Projekt komplett durch. Erstmal bei der Aufnahme. Bevor ihr loslegt, macht am besten eine Probeaufnahme und seid ihr zu laut, dreht ihr euren Eingangsgang am Audio-Interface runter. Nicht den Cakewalk, weder den Gain-Regler noch den Lautstärkeregler. Ich zeige euch auch gleich warum. Seid ihr dann so bei ca. 18 dB, wie gesagt, so Richtwert, habt ihr alles richtig gemacht. Natürlich könnt ihr beim Aufnehmen auch mal lautere Pegel erreichen, vermeidet aber mehr als minus 6 dB, damit ihr immer noch etwas Headroom übrig habt. Wenn ihr beim Aufnehmen übersteuert, nützt es auch nichts, nachträglich den Gain runter zu regeln. Die Übersteuerung passiert nämlich in der Hardware. Regle ich in der Software runter, mache ich nur das bereits übersteuerte Signal leiser. Beachtet auch, dass ihr beim Einpegeln oft leiser einspielt oder einsingt als dann später bei der Aufnahme.
Nur so als Erfahrungswert. Jetzt haben wir die Aufnahme als Clip in unserer Spur und diese regeln wir bei der Wiedergabe hier. Reicht mir die globale Einstellungen nicht, weil es zu hohe Lautstärkenunterschiede sind, haben wir zusätzlich noch die Clip-Gain-Automation. Mit dem Datenfilter-Dropdown-Menü wählen wir Clip-Automation-Gain. Jetzt kann ich mir direkt den Gain-Regler reinzeichnen und habe auch noch optisches Feedback. Macht es mal bei euren alten Projekten, speichert es als neue Version ab und macht ordentliches Gain-Staging und vergleicht mal mit dem alten Export. Nur so als Idee. Aber halt, wir sind noch nicht fertig. Der Effekt ist zwar optimal mit Pegel versorgt, aber was ist denn mit denen danach? Equalizer, Kompressoren, Bus-Plugins, Masterkette, auch die wollen mit optimaler Lautstärke versorgt werden. Auch da dazwischen müssen wir ordentliches Gain-Staging machen. Viele Plugins haben Gott sei Dank einen Ausgangsregler, um das verarbeitete Signal richtig einzustellen. Mit dem schaffe ich dann die richtige Lautstärke für den Eingang des nachfolgenden Plugins. Das haben aber leider nicht alle. Und deswegen finde ich auch den Pro-Channel von Cakewalk so geil. Ich ziehe den gewünschten Effekt nicht hier in meinen Effekt-Track, sondern im Pro-Channel an die gewünschte Stelle. Die klingt sich nun dazwischen ein und hat einen separaten Ein- und Ausgangsregler hier unter Bedienelemente. Kommt das Signal für das Plugin also da drin zu laut an, regle ich den Eingangsregler runter. Ist es dann auch zu laut, ziehe ich den Ausgangsregler runter. Es geht aber auch noch weiter. Die Spuren sind richtig eingepegelt und machen alle eine gute Lautstärke. Als Summe im Bus sind sie wieder zu laut. Wenn auch nicht viel, aber zu laut. Können wir aber auch runterregeln und zwar am Gain-Regler am Bus-Eingang. Alle Effekte, die ich jetzt hier gezeigt habe, inklusive Cakewalk, sind total kostenlos. Und dafür, dass dies alles komplett kostenlos ist, kann das auch das, was jeder andere DAW kann. Zum Beispiel die Matrix-Ansicht, eine völlig andere Art Musik zu machen. Hey, ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen, vor allem, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bussi aufs Bauchi Berli und Servus.